Es kann ziemlich teuer werden, wenn das Smartphone mal runterfällt und danach einen Displayschaden hat. Und um dem vorzubeugen, haben viele Leute einen Bumper oder eine Hülle. Und in diesem Video möchte ich euch mal eine Kombination aus Schutzfolie und Bumper von der Firma RhinoShield vorstellen. Und wie sich diese so im Test schlägt und von was sie aushält, das erfahrt ihr natürlich nach dem Intro. Also viel Spaß! Insgesamt gibt es den Bumper, den sogenannten Crash Guard, in 15 Farben und freundlicherweise hat RhinoShield mir 3 davon zugeschickt, und zwar dieses Blau, dann noch ein Schwarz und dieses ziemlich auffällige Rot. Wenn ich das Aussehen des Bumpers irgendwie beschreiben muss, fallen mir dazu nur 2 Worte ein, und zwar schlicht und unauffällig, und das kommt mir ziemlich entgegen. Natürlich wird in meinem Fall das iPhone 7 Plus etwas sperriger und unhandlicher, aber Probleme bei der Bedienung im Alltag hatte ich nie. Den Lightning-Port und den Kopfhöreranschluss, wobei da fällt mir gerade ein, mein iPhone hat gar keinen Kopfhöreranschluss mehr. Also den Lightning-Port und die Knöpfe kann man weiterhin gut erreichen und so ist die Benutzung auch weiterhin uneingeschränkt möglich. Auf Dauer etwas störend fand ich den Druckpunkt, denn dieser wird durch den Bumper deutlich verstärkt. Und wer den guten Druckpunkt vom iPhone so gewohnt ist, der muss sich auf eine kleine Umstellung gefasst machen. Meiner Meinung nach ist das aber noch vollkommen im Rahmen und ja, das meine ich wortwörtlich. Ein netter Nebeneffekt des Bumpers ist aber das Lay-on-the-Table-Design. Das bedeutet, dass durch den kleinen Überhang nicht das Display direkt auf dem Tisch aufliegt, sondern nur der Bumper und das Display so etwas geschützt wird. Das gleiche gilt übrigens auch für die Rückseite und da hat man noch den coolen Effekt, dass dadurch die Kamera nicht mehr heraussteht und das Smartphone auch nicht mehr auf dem Tisch wackelt, wenn man darauf herumtippt, und ich glaube, das wird ganz besonders dich ziemlich freuen. Aber das ist noch nicht alles an Schutz, was RhinoShield bietet, denn sie haben auch eine Panzerschutzfolie, welche etwas dicker als eine herkömmliche Schutzfolie ist und dadurch auch noch etwas widerstandsfähiger sein sollte. Diese Folie gibt es für die Display-Vorderseite und die Rückseite von vielen verschiedenen Smartphones und sollte so bei einem Sturz auch nochmal etwas gegen Schäden helfen. So, ich habe mich jetzt mal nach draußen begeben, wo ich das iPhone jetzt aus normaler Nutzungshöhe einfach mal fallen lasse und dann gucken wir mal, was passiert. Und hier seht ihr, das iPhone ist echt und ich würde sagen, los geht's. Oh mein Gott. Wie wir sehen, das Display selber ist ganz. Die Rückseite, da ist auch nichts passiert und gut, die Hülle hat jetzt hier ein paar Abnutzungsspuren vom Aufprall. Aber dem iPhone selber ist nichts passiert. Okay, aber ganz ehrlich, das hätte ich euch auch vorher sagen können, denn laut Hersteller hält diese Case einen Sturz aus 3,5 Meter aus und mein Kollege Jorma hat das Ganze ausprobiert, der hat sein iPhone gnadenlos aus dem Fenster geworfen und wenn ihr sehen wollt, ob das iPhone überlebt hat, dann schaut mal in der Beschreibung vorbei, denn dort habe ich das Video verlinkt. Den Bumper und die Schutzfolien gibt es aber nicht nur für das iPhone, sondern auch noch für viele Samsung-Geräte, HTC, Google und OnePlus-Geräte. Bei Interesse findet ihr natürlich wie immer den Link zu den Produkten unten in der Beschreibung. Da könnt ihr auch die Preise sehen und noch viele weitere Produkte, welche RhinoShield im Angebot hat. Also bei Interesse einfach mal auschecken. Dann war es das aber auch mit diesem Video. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Video auch wieder vorbei. Also bis dahin, ciao.